Ein blauer Kittel. Und schon können sie in Deutschland machen, was sie wollen. Das könnte man fast meinen, wenn man unseren nächsten Film sieht. Wir Deutschen sind oft obrigkeitshörig. Das wusste schon der Hauptmann von Köpenick. Wenn einer eine Uniform anhat oder sonst irgendwie dienstlich aussieht, schalten viele das Gehirn ab. Und schon sind die Wertsachen weg. Besonders leicht funktioniert das in Bürogebäuden oder auf Firmengeländen. Eine Masche, mit der Trickdiebe immer wieder unterwegs sind. Als vermeintliche Handwerker melden sie sich in Firmen und Büros. Meist lässt man sie dort alleine werkeln. Doch kaum sind sie unbeobachtet, gehen sie ihrem eigentlichen Handwerk nach und klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Haben es Diebe wirklich so leicht? Kann man seine Wertsachen noch beruhigt im Pausenraum liegen lassen? Oder guckt man bei Feierabend dann in die Röhre? Wie haben Sie das geschafft? Keine Ahnung. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht. Wir machen den Test. Die simple Verkleidung unseres Lockvogels, ein blauer Kittel aus dem Baumarkt. Schnell noch ein bisschen Werkzeug in die Taschen gesteckt und fertig ist der Handwerker. Doch wird er so tatsächlich Zutritt zu Büros bekommen, ohne dass ihn irgendjemand bestellt hat? Und wer wird darauf achten, was er dort macht? Ein Kollege wird ihn dabei mit versteckter Kamera begleiten. Die jeweiligen Geschäftsführer haben wir im Vorfeld über den Test informiert. Die Mitarbeiter sind selbstverständlich völlig ahnungslos. Erster Test, ein Vertriebsbüro. Hier interessiert sich niemand für die vermeintlichen Monteure. Zielstrebig geht Marco Brüse auf einen freien Arbeitsplatz zu. Erst als er sich mit der Verkabelung beschäftigt, will ein junger Mann wissen, was er da macht. Wir kümmern uns kurz um den Monitor und müssen ein Kabel austauschen. Nein, der ist nicht defekt. Es geht darum, um ein anderes Kabel. Okay, dieses USB-Kabel hier, alles klar. Ganz schön staubig. Eine kurze, aber scheinbar ausreichende Erklärung. Der Mitarbeiter merkt gar nicht, dass wir mit ein paar Handgriffen die Kabel gelöst haben. Wir schnappen uns den Rechner und stellen den vor die Tür, um dann gleich noch einmal einen Blick in die Küche zu werfen. Hier stehen zwei Kaffeemaschinen, eine defekt. Die können auch wir nicht gebrauchen und entscheiden uns für das fabrikneue Modell. Mit der Maschine unter dem Arm verlassen wir das Büro, ohne dass jemand wissen will, was wir tun. Wir fragen nach. Was glauben Sie, wie leicht fällt es Unbefugten, Zutritt zu ihren Räumen zu bekommen? Ich hoffe, nicht sehr leicht, weil wir haben eine Diebstahlwarnanlage, die uns hoffentlich vor sowas bewahrt. Glauben Sie, dass wir eine Chance hätten, hier auch aus den Büroräumen unentdeckt Dinge zu entwenden? Wenn wir einen Test machen würden? Glaube ich kaum. Sie können es mal gerne mal versuchen. Sie werden es nicht glauben, wir haben es gerade versucht. Guten Tag. Kommt mir sehr bekannt vor. Oh, das ist überraschend. Da müssen wir dringend handeln, keine Frage. Ja, und dann habe ich natürlich, weil mir das noch nicht gereicht hat, habe ich gedacht, dann gucke ich nochmal in die Küche und nehme auch noch eine große Kaffeemaschine mit. Die haben wir dann hier noch. Da hätten wir uns auch noch einen schönen Kaffee kochen können. Mit einem vermeintlichen Reparaturauftrag klingelt unser Lockvogel beim nächsten Büro an. Wir sind wegen eines Monitors hier, der defekt sein soll. Der Mitarbeiter weiß davon nichts, fragt in der Haustechnik nach. Auch hier hat keiner einen Handwerker bestellt. Doch die Firma ist groß, vielleicht in einem anderen Stockwerk. Als wir hier klingeln, wird uns ohne Nachfrage die Tür geöffnet. Ohne dass irgendjemand Notiz genommen hat, stehen wir nun im Konferenzraum. Der ist vollgepackt mit teurer Technik. Ganz allein beginnen unsere Mitarbeiter, den großen Flatscreen von der Wand abzubauen. Vorbei an offenen Bürotüren und damit für alle gut sichtbar, verlassen wir mit einem Fernseher im Wert von etwa 1.500 Euro die Firma. Dabei wurden wir nicht einmal angesprochen, nicht einmal gefragt, was wir da eigentlich machen. Deshalb fragen wir jetzt nach. Haben Sie einen hübschen Konferenzraum? Ja. Dürfen wir uns den mal ganz kurz auch zusammen angucken? Wenn Sie sich hier im Besprechungsraum umsehen, was fällt Ihnen auf? Ich weiß nicht, was meinen Sie, was... Die Wand da vorne sieht erschreckend leer aus. Was hängt denn da normalerweise? Normalerweise haben wir da einen Fernseher. Ja. Ich bin sprachlos, ich weiß nicht. Wie haben Sie das geschafft? Keine Ahnung. Ab jetzt an werde ich natürlich jede Person fragen, wer er ist und aus welchem Anlass er bei uns zu Gast ist. Bislang betrifft das Sie als Mitarbeiter nur am Rande, ist ja Firmeneigentum. Deshalb nehmen wir uns jetzt die persönlichen Sachen der Angestellten vor. Ein Messebauunternehmen in Köln. In der Halle sprechen wir einen Mitarbeiter an. Grüße, mein Name, KR Service Team. Wo geht's zum Chef? Hier durch die Tür, Treppe hoch links.
Alles klar, danke. Wir gehen, doch keiner in der Halle achtet darauf, wohin. Und so sehen wir uns erst einmal ungestört im Aufenthaltsraum um. Hier liegen die Wertsachen der Mitarbeiter. Wie in einem Selbstbedienungsladen. Kein Mensch weit und breit zu sehen. Und wir müssen einfach nur noch zugreifen. Jetzt wollen wir es wissen. Völlig selbstverständlich greift sich unser Lockvogel einen Hubwagen und fragt sich bei den Mitarbeitern durch. Kann ich den Fahrstuhl hier benutzen? Den Fahrstuhl benutzen, müssen nach oben. Alles klar. Obwohl uns der Mann noch nie zuvor gesehen hat und wir mit dem Aufzug direkt ins Warenlager kommen, fragt er nicht einmal nach, was wir da eigentlich zu suchen haben. Im Lager finden wir auf einer Palette zwei nagelneue Kühlschränke. Die sind schnell aufgebockt und wir haben jetzt endlich etwas, um die Rucksäcke aus dem Aufenthaltsraum unbemerkt verstauen zu können. Gesagt, getan. Nach nur wenigen Minuten verlässt unser Tester das Firmengelände. Mit Hubwagen, zwei Kühlschränken und Rucksäcken mit Portemonnaies. Wir präsentieren den Männern dann, was wir alles mitgenommen haben, vor ihren Augen. Eine Tasche? Das ist Ihre Tasche? Das heißt, wir hätten jetzt mit Ihrem Wohnungsschlüssel bei Ihnen zu Hause reinspazieren und in aller Ruhe die ganze Wohnung leerräumen können. Kann sein. Kommen öfters Leute und fragen, wo geht's zum Büro? Ich habe dem den Weg gewiesen und dass Sie jetzt nicht ins Büro gehen, das passiert mir jetzt einmal und nie mehr wieder. Ist wohl logisch. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und auch wenn nicht jeder Fremde gleich ein Trickdieb ist, wenn Sie in Ihrer Firma einen Handwerker sehen, den Sie nicht kennen, fragen Sie einfach mal nach. Schaden kann das nie.